Hallo meine Lieben, hallo liebe Katzin, ganz herzlich willkommen zu unserem Erfolgsinterview und diesem genialen Unterthema, wenn man so sagen will. Erfolg und Selbstheilung, was hat das miteinander zu tun? Ich habe mich extrem gefreut mit dir heute. Wir werden so plus minus dreiviertel Stunde, Stunde ein Interview zusammen führen dürfen. Und dazu einfach mal zu dir, Katrin. Du als meine Interviewpartnerin, du bist erfolgreich. Du hast seit 10 Jahren Coaching-Business im Bereich HR. Du bist HR-Expertin, Dozentin für HR-Management. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gell? Und bist zweifache Mama, kommst aus Basel ursprünglich und eben Du bist so, jetzt hast du einen Switch gemacht. Du bist quasi, warst gut unterwegs, du warst erfolgreich und hast trotzdem jetzt dich wie so extrem gewandelt. Also ich habe das Glück, dass ich dich begleiten darf, nun eine Weile schon als Coach. Und da höre ich viel so, wieso denn, wenn jemand schon erfolgreich ist? Und das ist sicher ein spannendes Thema und eben das Thema, was wir heute haben, was hat Erfolg mit Selbstheilung zu tun? Ich denke, das ist für viele sehr spannend. Also Katrin, du warst erfolgreich, du hast alle diese Palmares, dozierst an ganz unterschiedlichen Segmenten. Ich habe jetzt nur wenige erzählt, da gäbe es noch ganz viel mehr zu erzählen. Was hat dich bewogen, überhaupt ein Next Level anzupeilen? Ja, hallo erstmal, liebe Tanja, hallo alle zusammen. Das beantworte ich natürlich gerne. Ja, Next Level. Es ging darum, dass ich schon, wie du sagst, gut unterwegs war. Ich war vor allem super im Blockaden aller Art erkennen. Ich war auch super im die Blockaden lösen. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass mir ein Zug in die Zukunft fehlt. Also ich war so auf einem Niveau, das war so, das dümpelte so vor sich hin. Moment, da kann ich noch nachfragen, weil ich kenne dich nun lange, aber ich weiß auch, wir kennen uns auch selber schon länger als Coach, du bist eine Top-Coach-Frau. Frau, was war denn dein Steckenpferd, wenn du sagst, du warst gut in Blockaden lösen? Mit welchen hast du mit den HR-Menschen, wie hat deine Arbeit bis vor einem Jahr ausgeschaut noch? Also die HR-Menschen, wenn man sie so nennen möchte, die unterrichte ich vor allem, da bin ich Dozentin. Und meine Kunden waren kreuz und quer, darf man sagen, muss man sagen. Also so mit dem Positionieren hatte ich so meine Schwierigkeiten. Das waren ja ganz unterschiedliche Menschen, zum Teil auch aus dem HR, viele auch Führungskräfte. Was sie gemein haben, sind, dass sie sehr feinfühlige Menschen sind. Und das waren Blockaden aller Art, wie man sich eben so selber im Weg steht. Also ganz viele Selbstzweifel, viel auch sich vergleichen mit anderen Leuten. Und dann, ach, die sind ja alle viel besser, die sind alle viel schneller als ich. Sich auch nicht trauen, rauszugehen mit dem eigenen, weil ja die anderen vermeintlich viel besser sind. Ja, und das kenne ich natürlich selbst auch ganz gut. Ja, genau. Also da ist man ja nie, hat man nie ausgelernt, seine eigene Zone zu erweitern, wie wir das im Fall von dir ja auch sehen. Also du bist in dieser HR-Welt unterwegs, erfolgreich unterwegs gewesen. Du hast jetzt gesagt, ja, deine Steckenpferde, ich kenne dich schon länger und ich darf das rausstreichen, also deine Fähigkeit eben mit Menschen wirklich dazu, diesen Change auch bei den Menschen zu machen, das ist sicher eines deiner Gold Nuggets, die man so sagen kann. Was hat dich denn bewogen, da zu sagen, hey, ich bin gut unterwegs, aber was war so dein Thema, dass du gesagt hast, hey, da möchte ich noch ein Level raufkommen oder das gefällt mir noch nicht. Was war dein Thema, wo du da gesagt hast vor einem Jahr, hey, da möchte ich jetzt mal in Begleitung hinschauen? Das Thema kam so rein und zwar durch dich. Ich bin in deine Challenge reingeploppt per Zufall. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich nicht ein Ziel habe, ein klares Ziel, eben so ein verrücktes Herzensziel, hätte ich von mir gesagt, nein, habe ich nicht und verrückt schon gerade gar nicht. Und wenn man mich gefragt hätte, was ist dein Ziel, dann hätte ich gesagt, ja, ich möchte mein Business weiter aufbauen, irgendwie so. Also immerhin wusste ich, dass es keinen Plan B zum Business gibt, zum eigenen, aber das war auch echt schon alles. Und da habe ich gemerkt, mir fehlt, ich wünsche mir diese Sehnsucht, dieses Ziel, das zieht, das einen Sog ausübt. Und auch damit verbunden natürlich Fokus.
Aber Fokus geht halt nur, wenn man weiß, wohin. Und wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja schon vorher gekannt und da war es dann relativ einfach, weil ja du auch noch die Person warst, die das ausgelöst hat mit dieser Challenge, dass ich mir gesagt habe, ja, wo denn sonst, wenn nicht bei Tanja? Weil du diesen, du hast zum einen diese, die Logosynthese, mit der du arbeitest, mit der ich ja auch arbeite, das war mir wichtig. Und das andere ist, du hast halt dieses Spitzensportler-Gen, nenne ich das mal, also diesen klaren Zielefokus, diese Zielenergie. Und für mich war klar, ich drücke es jetzt mal so aus, ich möchte eine Energie haben. Also. Danke. Danke, du bringst die Sache so schön auf den Punkt. Also das ist schon spannend, ich finde es auch immer wieder spannend, dir zuzuhören, weil ich weiß noch genau, beim ersten Call hast du gesagt, hey, du hast dich auch nicht so leicht getan. Also als Coach weiß man, sollte man eher wissen, vielleicht ist es so gesagt, dass man an sich selber auch arbeitet und immer wieder auch in Coachings geht und dann eben zu mir, also die ähnliche Ausbildungen hat im Logosynthese-Bereich eben mit dieser Neutralisierung von Überzeugungen, von Glaubenssätzen, eben diesen Blockadenarbeit und trotzdem hast du gesagt, hey, wieso denn? Ich weiß nicht, du hast gesagt, ich weiß nicht, was es genau ist, einfach die Energie. Und da, wie war das, wie leicht war es für dich dann eben aus einer Situation zu gehen, wo du gesagt hast, ja, ich hätte einfach mein Business weitermachen können, eben diesen Sog hat dir gefehlt, aber so klar benennen konntest du es ja nicht am Anfang. Nein, das konnte ich gar nicht. Nein. Also ich muss sagen, für mich ist es normal, Coachings zu nehmen selber, weil das gehört für mich echt einfach zum Business dazu. Also wenn ich als Coach unterwegs bin, dann muss ich bei mir hinschauen, aufräumen und zwar laufend, weil wie du vorhin gesagt hast, wir sind eh nie fertig. Also das kannte ich schon, also das war auch nicht die Hürde. Was für mich die Hürde war, das macht dich auch erfolgreich, das darf man hier schon auch sagen. Ich wünsche mir ja mehr Menschen, die das von sich denken, weil ich weiß ja, wie sonst Ziele schneller, es geht einfach schneller. Aber ja. Uns macht auch viel mehr Spaß, abgesehen davon. Also ich sage immer, ich bin die Königin des Selbstcoaching, weil ich hier ja lange allein in meiner Nordwestschweiz-Ecke saß mit Logosynthese und deswegen auch sehr viel selbst gemacht habe, gerade als es diese Online-Gruppen noch nicht gab. Mhm. Aber dabei ist man dann trotzdem auch ziemlich einsam. Also von daher weiß ich das sehr zu schätzen, wenn ich mich auch in Begleitung begeben darf. Zurück zu deiner Frage. Also leicht war das trotzdem nicht, weil ich wollte ja bei dir gerne ein 1:1 haben. Ich war ja gewöhnt, ich arbeite 1:1 mit meinen Kunden. Und ich wusste schon, online, okay, habe ich auch ein bisschen gemacht, wenn die Leute weiter weg waren, aber immer 1:1. Ja, und dann kam von dir die Ansage, 1:1 mache ich nicht mehr einfach so. Ich habe diese Gruppenprogramme und das war für mich schon eine ziemliche Überwindung, weil ich so Ideen hatte, was das mit der Gruppe auf sich hat. Gruppe, ja, da gehst du unter. Gruppe, da kannst du ja nicht deine eigenen Themen wirklich anschauen, weil da sind ja noch viele andere. Alles Mögliche. Also ich habe das nicht so konkretisiert. Da war einfach eher so ein, ach nö, muss das sein? Aber das weiß ich noch. Lass mich schnell einen Wrap-up machen, weil ich sehe, da sind ganz viele Menschen dazugekommen. Das habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, du sagst, scheiße, jetzt muss ich zu der, aber es passt mir eigentlich gar nicht, wie es da läuft. So, ich hätte es gern anders. Hm? Und ich möchte noch schnell einen Wrap-up machen, eben weil ich habe gesehen, jetzt auf Facebook sind das da wirklich gegen die 20 Menschen, die da zuschauen und uns zuhören. Hallo miteinander überhaupt und gerne schreibt in den Chat. Wir beantworten respektive die Katrin oder dann, wenn es mich braucht, auch ich, beantworte gerne Fragen. Zum einen zum Thema, das wir heute auch anschneiden wollen und zum anderen natürlich, wenn du Fragen hast, eben die Themen, die vielleicht auch du kennst. Hey, wie ist das, wenn ich mit meinem Business oder mit meinen Themen unterwegs bin und ich tue mich schwer? Also bitte fühl dich frei, hier wirklich reinzuschreiben und zu fragen. Wir gehen gerne auf den Chat rein. Also das ist selbstverständlich. Deshalb ist es ja immer umso besser, wenn für alle, die live dabei sind, weil die Energie, um das geht es ja bei mir als Energiecoach, ist einfach einfacher, wenn es live ist. Und die Katrin, für alle, die später zugeschaltet haben, ist eben als HR-Fachfrau, kann ich so sagen, also wirklich HR-Expertin, um es genau zu nennen, doziert ganz viel und ist eigentlich schon seit 10 Jahren, nicht eigentlich, ist seit 10 Jahren im Business unterwegs. Und jetzt war eben auch die Frage, ja, wieso wolltest du denn etwas ändern?
Und da sind wir jetzt, was gesagt, hey, das, du wolltest eigentlich in 1:1, Coaching war für dich klar, da bleibe ich dran. Du hast gesagt, ja, du hast so nicht der klare Fokus gehabt, das Ziel hat gefehlt und jetzt sind wir beim Thema so, hey, die Gruppe, ich mache keine klassischen 1:1 mehr, mehr so den Mix oder dann in Gruppen. Und das war für dich, du hast beim Klarheitsgespräch, habe ich dann gemerkt, wow, ist eigentlich gar nicht, was ich will. Shit, ich brauche dich irgendwie so. Irgendwie hatte ich das, du hast ja eben gesagt, ich bin dir so reingeflattert. In dieser, das war, glaube ich, in der Friedenszeit vor einem Jahr. Ja. Und was war da der Punkt, dass du gesagt hast, du hast da nicht das gekriegt, was du ursprünglich hättest wollen, nämlich die klassischen 1:1. Was hat dich denn dazu gebracht, das trotzdem zu tun? Ich wollte deine Energie. Punkt. Also, das Commitment war klar. Das war der Punkt. Ich wollte ja zu dir und ich wollte nicht woanders hin. Und dann, ja, dann war, gab es eigentlich nur die zwei Möglichkeiten. Okay, entweder lasse ich, suche mir jemand anders. Aber da habe ich ja vorhin schon gesagt, das kenne ich ja auch und das ist ja auch gut. Aber ich wollte in diesem Moment deine und nur deine Energie haben. Ja. Oder in deine Energie reinkommen. Ja. Und das finde ich eben das Spannende, weil oft haben wir so verschiedene Möglichkeiten. Dann kommt so ein Angebot und das kenne ich von mir auch. Und wenn du das, wenn du da zuschaust und das kennst, dann schreib doch rein, wie das bei dir ist oder war, wenn du merkst, hey, ich habe so eine genaue Vorstellung. Und wenn mich kennt, gell, Katrin, ich liebe die Arbeit mit unseren fixen Vorstellungen. Und das komischerweise als sehr zielpedantische Frau versuche ich mich selber immer zu wehren, wie soll es denn sein? Und trotzdem ist es ja wichtig. Also eben, du hast gesagt, hey, du hast eigentlich nicht das gekriegt und trotzdem musstest du da, das und also da, dein Gefühl für was du brauchst, das ist schon stark gewesen. Also, und trotzdem hast du dann gemerkt, hey, das eben, also einerseits die Energie, in diese Energie willst du und auch von meinem, eben, ich bin schon sehr zielpedantisch, was ja oft wahrscheinlich auch mühsam für dich war. Wie war denn deine Erfahrung dazu oder wie hast du dich gewandelt? Was nimmst du aus dieser Zeit, aus dieser Begleitung? Wie ist auch jetzt deine Arbeit anders geworden in diesem vielleicht, also ich sage euch immer, nehmt, was ihr braucht von mir, also ich bin da, um dieses Wissen zu verteilen. Was nimmst du mit eben mit dieser Zielarbeit oder was war für dich anders im Unterschied zu anderen Coachings? Ja, was für mich wirklich besonders anders war, das könnte man wieder sagen mit, das ist die Energie, aber das ist dieses Zielgerichtete, das ist wirklich diese klare Zielarbeit, wie du sie machst. Also zuerst mal, wie definiere ich überhaupt ein gutes Ziel, damit das überhaupt ein gutes Ziel sein kann, mit Sog, auch konkret. Das ist mal das eine. Also so, ich kenne mich schon aus mit Zielen, also gerade auch im HR und so weiter, ist klar, aber nicht auf deine Art. Und das war schon nochmal neu. Das konnte ich übrigens auch sehr schnell umsetzen und auch anwenden bei meinen Kunden und zwar auch im Unterricht. Also meine HR und auch die Milchtechnologen, die ich auch noch habe, die lernen jetzt Smart Plus und sind ganz stolz drauf. Also das war sehr, sehr wichtig, weil das hat auch diese Power gegeben. Es war für mich aber, muss ich ehrlich sagen, auch eine Qual ein Stück weit. Also dieses Ziel zu finden, das mich wirklich anzieht und das nicht einfach nur ein Vernunftsziel ist, das auch mit einer Vernunftspositionierung einhergeht, weil man eine Auslegeordnung macht, was man so alles kann und dann macht das doch Sinn. Das war ja genau das, wo ich herkam und wo keine Kraft drin war. Da darf ich gleich einhaken, denn wenn ihr die zuhört, meine Lieben, und jetzt gehört habt, hey, ja, okay, sie war bei Tanja und gemerkt, smart, vielleicht habt ihr da schon abgehängt. Achtung, bei mir ist es wichtig, dass smart, das kennen die meisten, aber bei mir geht es dann eben noch weiter. Das ist smart plus, Ausrufezeichen, ist einfach wirklich so das Know-how aus 14 Jahren Spitzensport. Genau, das nur, dass das klar ist, weil smart alleine bin ich ja eigentlich, ich nehme das immer ein bisschen auf die Schippe. Also ich nehme mich selber nicht so ernst und auch die Wörter, die da so draußen rumschweren, gell, Katrin, sind für mich häufig so Plastiksegmente, Plastikwörter, die wir verschieden interpretieren können. Aber genau deshalb, das ist sicher wichtig zu sagen. Also du bist ja auf verschiedenen Parketts unterwegs, Katrin. Du hast eben gesagt, ja, du hast jetzt das Know-how für deine Kunden auch schnell ummünzen können. Das ist sicher eine hohe Qualität in dir. Du bist unglaublich eine schnelle Umsetzerin. Und wenn wir jetzt so zurückschauen, also du hast einerseits das Ziel gehabt,
ein Ziel zu haben. Du hast gesagt, du kamst aus diesem, was macht Sinn, diese Ausbildung, das habe ich gelernt und das mache ich jetzt, und eben aus dieser sinnhaften Zielfindung. Und was genau würdest du sagen, war eben auch die Qual, die du genannt hast? Also ich bin ja auch manchmal ja, schon auch mühsam gewesen. Die Qual, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, diese Frage. Ich glaube, es geht darum, dass bewusst hinspüren, also das bewusst wahrnehmen. Also ich habe ja sehr vieles schon bei mir wahrgenommen. Ich habe auch gewusst, sonst wäre ich gar nicht bei dir gelandet, wenn ich nicht so klar gewusst hätte, was ich will, oder? Also das war schon da. Aber oft hat der Kopf doch gewonnen. Und dieser Switch von, ich nehme es jetzt noch bewusster wahr, also es ist nicht einfach nur so da und manchmal hat es das Glück, dass es stärker ist als der Kopf, sondern ich kann das trainieren, ich kann das immer stärker, immer bewusster, immer klarer wahrnehmen und ich gebe dem auch Raum. Und das war ein Prozess und damit hat sich das Ziel immer, immer mehr geschärft und ist auch abgerückt von einem klaren Business-Ziel viel mehr hin zu mir selber. Also heute ist mir vor allem wichtig, diese Verbindung zu mir selber und das war ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich von dir jetzt mitgenommen habe in diesem Jahr. Das Langsamwerden, also das Aufhören zu rennen. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie schnell ich unterwegs war. Und ich war eigentlich, wenn man zurückschaut, in einem Aktionismus, nur der war mir überhaupt nicht klar. Das finde ich ja richtig cool. Also du kommst zu einer Ex-Spitzensportlerin, die als Energy Coach unterwegs ist, um Langsamkeit zu lernen. Das muss ich sich mal geben. Das ist ja eigentlich absolut verrückt, oder? Weil, ja, und das finde ich jetzt echt klasse, weil viele haben auch bei mir das Gefühl, oh, bei Tanja, da geht es um höher, schneller, besser und dann deine Aussage, die genau das Gegenteil sagt. Hey, jetzt geht es mir mehr um was geschieht da drinnen. Das finde ich auch witzig. Also so klar hat das noch niemand gesagt. Also du hast mir da ja einen Schlüsselsatz mitgegeben, der Muskel wächst in der Ruhephase. Das war so wichtig für mich. Also schon nicht, es gibt nur Ruhephase, dann wächst auch kein Muskel, aber dass es diese Ruhephase braucht, habe ich erst dort kapiert. Mhm. Und das war dann schon auch die Sportlerin, die mir das beigebracht hat. Ja. Also es ist genial, wie du auch das gleich umgesetzt hast. Das habe ich bei dir immer wieder gesehen. Und du bist ja eine Frau, die sich gewöhnt ist. Im Unterschied auch zu anderen Menschen, die mit dir in dieser Begleitung sind, gewöhnt ist, wirklich hinzuschauen. Du kennst so deine Kumpels, die manchmal so Hürden aufstellen und so. Und du bist ja eine sehr geübte Hinschauerin. Oder, und was war denn der Tick, weil ich weiß noch, und du zu mir gekommen bist, hast du gesagt, ja, das Hinschauen, also das Ziel sehen im Kopf haben, ist eines, aber eben ein Ziel, das Sinn macht. Kannst du nochmal darauf hingehen, was ist der Unterschied jetzt für dich? Eben das nochmal klar, was hat sich da gewandelt bei dir, wirklich so konkret? Was würdest du sagen, was ist der Change, der da stattgefunden hat? Der Change ist schon, dass ich heute nicht mehr so stark im Kopf unterwegs bin und dieses Ganze, ich sollte noch und die macht aber und dann muss man doch noch, also alle diese Dinge oder um seriöses Business zu machen, muss man sich doch so aufstellen oder so präsentieren und quack, 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 das Ganze, ja, kennen wir alles. Das hat mich so angetrieben und das hat mich auch weggebracht immer von mir. Also hat mich daran gehindert, das wahrzunehmen, was denn meine Wahrheit ist. Und das ist heute ganz anders. Und heute, wenn ich merke, das kommt wieder, dann, je nachdem, was es ist, mache ich entweder mal kurz eine Logosynthese. Ich sage ja, das ist Selbstcoaching-Königin, oder? Das geht natürlich schnell. Aber manchmal brauche ich das auch gar nicht, sondern ich verbinde mich jetzt wieder mit mir selbst. Also ich habe diese Verbindung, ich spüre jetzt, wo zieht es mich hin? Und ich spüre, ist das stimmig, ist es nicht stimmig? Entspricht es meiner Wahrheit oder ist es einfach nicht meins? Mhm. Und das hilft natürlich unglaublich und gibt sehr viel Ruhe auch rein. Es nimmt Druck raus und es nimmt auch Zeitdruck raus, weil ich nicht mehr alles muss und schon gar nicht mehr alles gleichzeitig. Das ist schon auch spannend, weil du hast ja
ganz klar auch die, auch zum Teil die Tools, mit denen ich ja auch arbeite, Logosynthese als, als ganz großes. Und dennoch hast du wie, ich musste dich manchmal stoppen, mit dem Selbstcoaching zu machen. Das ist ja, weil bei den anderen mussten sich das zuerst aneignen, das ging ja auch ganz flott. Und bei dir haben wir gesagt, hey, jetzt mal fertig Blockaden suchen. Du warst eben die, die Blockadensuchkönigin. Bist du immer noch, aber das hat jetzt wie eine Dimension mehr gekriegt. Hm? Also was würdest du da sagen, ist eben, dass du es wie, wie mehr reinfühlen kannst und einfach mal, ich sage dem häufig auch durch den Körper rauschen lässt, dass du damit gar nicht mehr so, wir können ja auch, es gibt ja viele, die sich daran aufhängen und vielleicht hast du noch nicht im Extent dazu gehört, aber schon so, okay, wo kann ich noch was bei mir lösen? Hm? Und dann ist eben das Ziel oft aus den Augen, geht es gar nicht mehr ums Ziel, sondern nur noch, oh, wo ist noch etwas noch nicht gut? Und dann ist der Fokus klar, gell? Ja, genau. Und vor allem bist du ja nie fertig. Also was ich schon ein Stück weit gemacht habe, ist, weil ich es einfach auch gut konnte, ist diese, ah, da ist eine Blockade, löse ich sie auf. Aber weil mein Ziel nicht stark genug war, weil ich nicht gespürt habe, wo es mich hinzieht, habe ich einfach alles und jedes aufgelöst, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Und damit kannst du dich die nächsten 100 Jahre beschäftigen. Und und das ist das, was dazugekommen ist, dieser starke Sog, was will ich, was habe ich überhaupt der Welt zu geben, was will ich hier? Und ich weiß jetzt eine Richtung und die ist klar. Und jetzt löse ich nur noch auf, wenn überhaupt, was da auf dem Weg liegt. Also das ist ja so wie ein Weg und da sind ein paar Steine drauf und manche sind klein, die kann ich einfach so hoppla wegschieben, die brauche ich gar nicht erst auflösen und manche, die größer sind, macht Sinn, dass ich sie auflöse. Mhm. Aber das geht halt nur, wenn man weiß, wo man hin will und wenn das eben auch Kraft hat. Genau, genau. Und bei diesem Thema, danke für die Ausführung. Wir haben ja heute auch gesagt, wir schneiden das Thema auch die Erfolg und Selbstheilung an. Also einerseits hast du gesagt, hey, du hast dein Ziel, hast du klarer jetzt gesehen oder siehst klarer, bist dir auf ganz anderem Level bewusst, was du willst. Da möchte ich dann noch schon noch genau wissen, wie ist es jetzt und wie hat sich dein Business auch geändert? Weil, meine Lieben, alle, die da sind, mich interessiert ja immer auch, die Resultate. Also was ist denn jetzt wirklich im Business anders? Und da kommen wir sicher zum Schluss darauf zu, oder nicht am Schluss, aber nach diesem Segment dazu. Und bitte schreibt doch in den Chat, wenn ihr findet, hey, wir haben da auch Freunde von uns, der Matthias Ecker, hallo, der ist auch dabei, schaut sich das an, kennt ja auch diese Dinge ganz genau. Also, und ganz viele andere. Also wenn, ich schreibe es in den Chat, wenn ihr Fragen habt, hat die Katrin oder wenn ihr hier Unklarheiten habt. Also einerseits möchte ich sicher darauf eingehen, das Thema eben, was hat denn Erfolg mit Selbstheilung zu tun? Also du hast jetzt von Selbstcoaching gesprochen, das du schon gemacht hast, aber wichtig zu wissen, du bist ja in einer Gruppe unterwegs gewesen und da bist du, ich glaube, du warst die Einzige oder es gab es nicht viele, die mit Logosynthese, also mit dem Selbstcoaching, mit dieser Logosynthese gearbeitet hat, aber wie war denn das zu sehen, wie die anderen das neu lernen in dieser Gruppe? Oder war das für dich, konntest du da überhaupt profitieren im Sinne von selber Themen bei dir auflösen oder ich sage dem eben auch in die Heilung bringen, weil sie dann ganz werden, eben ganz im Innen. Und deshalb vielleicht zuerst so, wie ist das für dich gewesen, mit anderen in der Gruppe zu sein, die in gewissen Themen überhaupt nicht auf dem gleichen Level sind? Also ich konnte auf jeden Fall profitieren, das hast du auch daran gemerkt, dass ich kaum einen Call ausgelassen habe, auch ja. Die Selbstcoaching-Calls nicht, obwohl ich ja das Selbstcoaching selber kann. Man profitiert einfach in der Gruppe davon, auch eben von den Themen, die die anderen bringen, weil gerade wenn man schon selbst daran gearbeitet hat, dann sind die vielleicht nicht mehr so stark. Aber das heißt manchmal nicht, dass sie komplett weg sind. Da gibt es andere Aspekte, die da vielleicht noch kommen. Und die wären von mir selber vielleicht in dem Moment nicht gekommen, aber jemand anderes erwähnt es. Und dann bin ich manchmal einfach, ich sage dem, mitgeritten. Und manchmal kamen dann Sachen hervor, die hatten sich versteckt. Irgendwo so im Gebüsch, irgendwo dahinter, keine Ahnung. Also manchmal habe ich echt gestaunt, was da noch ist an irgendeiner komischen Überzeugung oder irgendeinem Nichterlauber oder Antreiber oder irgendetwas, was mir eigentlich das Leben schwer macht und ich halt einfach nicht gemerkt habe bis dahin. Und insofern war die Gruppe ein Riesengeschenk, weil da wäre ich nicht drauf gekommen, weil es mir ja nicht wehgemacht hat.
Genau, also diese, du hast da diese Limitierungen gemerkt, aber dir ist nicht so bewusst geworden. Das ist sehr oft eben so, dass wir, und da kann auch ich und du im Einzelcoaching, das ist ja einer der Hauptgründe, weil ich jetzt mit Teams arbeite, also mit Gruppen arbeite, weil wir haben so viele Themen, die noch wir zwei, also das ist die wie so eine Glasscheibe drüber haben und dann gehen wir mit dem Ziel, ich sage, ich nehme immer gerne so ein Ziel, sagen, gehen wir darauf und denken, hey, wieso geht's denn nicht weiter? Also du warst doch schon immer auch erfolgreich, aber so, hey, da geht, du hast einfach gemerkt, irgendwie, ich bin nicht im Herz mit meinem Ziel. Eben die Herzensziele, das konntest du nicht fassen. Nicht wirklich etwas, das so hat, ja, ich kann noch mehr Kunden kriegen, aber so wirklich sexy, wie ich das ja nenne, ist es nicht. Und da eben in dieser Gruppe von dieser Gruppenenergie zu profitieren, was, wenn wir jetzt da hinschauen, Erfolg und Selbstheilung, was ja heute auch Thema ist, was heißt denn für dich, was du auch rausnehmen konntest aus der Gruppe, eben Themen aufzulösen oder hinzuschauen oder schon nur eine klare Zielarbeit in der Gruppe zu nehmen, bevor wir da hingehen? Was hat dir die Gruppe in Bezug auf deine Zieldefinition geholfen? Die Gruppe hat sehr inspiriert. Also da gab es natürlich Menschen, die hatten viel, viel größere Ziele als ich. Und das macht auf. Also das hat bei mir wie ein Feld geöffnet, wo ich dachte, boah. Und das hatte dann wieder einen Einfluss auf wie groß kann ich sein und was kann ich in dieser Welt bewirken wollen. Und vorher war das so, ja, ich baue da so ein Business auf und ich mache halt so einen Kunden nach dem anderen und das macht auch Spaß und das geht auch gut. Aber das war so, ja, halt so eins nach dem anderen. Und jetzt geht der Fokus dahin, okay, es ist sehr viel mehr möglich und wie kann ich viel mehr Leute erreichen? Also es ist so aufgegangen und ich möchte jetzt viel mehr mit dem, was ich mache, viel mehr erreichen können. Und das gibt natürlich auch den Boost zu sagen, okay, und jetzt gehe ich raus. Und auch, das war auch ein Stück weit deine Frage, die andere, ich baue mein Business um. Also es hat dazu geführt, du hast mich, oder ich bin so überzeugt von dieser Art zu coachen und begleitet zu werden, dass ich das jetzt selber auch umbaue und auch auf Online- und Gruppenprogramme umbaue. Das ist ja schon interessant. Du hast dich so, du hast es wirklich zu mir, zum 1:1 gesagt, Gruppe, nein. Und jetzt hast du gesehen, was da möglich ist und wie viel auch Heilung möglich ist durch die Gruppe, dass man da nicht alles selber machen muss, dass du sogar sagst, hey, und so will ich jetzt selber. Also das ist ja wirklich super cool zu sehen. Und ich finde bei dir immer, also ich merke jetzt, wie groß du denkst und vor allem das Ding, wie stark dir bewusst ist, welchen Beitrag du leisten kannst. Also das ist für dich schon nur, wenn du dafür sprichst. Schreibt doch mal in den Chat, ob ihr das auch seht, meine Lieben. Wie die Katrin da wirklich so, dass die Überzeugung, hey, und jetzt weiß ich, für was ich hier bin. Jetzt weiß ich, was mein Next Level ist. Also was Next Level ist, auch so ein Gummiwort. Langsam muss ich aufpassen. Aber was eben mein Beitrag hier ist auf diesem blauen Planeten, oder? Und das finde ich so schön spürbar, wenn man das so wahrnimmt. Und in diesem Bezug eben auch zu sehen, was hat denn wirklich jetzt für dich dies? Was heißt A für dich Selbstheilung und wie hast du das erfahren und was hat das überhaupt etwas mit Erfolg zu tun? Was würdest du dazu sagen? Ja, ich würde sagen, das hat sehr, sehr viel mit Erfolg zu tun, weil, wie du ja auch sagst, Heilung ist ja Ganzwerden. Und Ganzwerden heißt ja auch diese Dinge, diese Blockaden, diese Limitierungen, diese auch alten Schmerzen, also auf dem Körperlichen kennen wir es, oder? Etwas tut weh, dann muss man es heilen, aber das gilt ja auch im übertragenen Sinne. Wir haben ja auch seelische Schmerzen. Ich nenne das jetzt einfach mal so, damit das ein bisschen klarer wird mit der Heilung. Und wenn ich die heilen kann, dann werde ich frei, dann werde ich eben ganz, ich bin bei mir, ich kann meinen Beitrag leisten, dann geht mir keine Energie verloren, weil sie irgendwo fehlgeleitet festhängt, oder ich will jetzt nicht allzu sehr logosynthetisch werden, aber im Universum rumschwirrt. Ja, auch immer, ja, genau. Also ich denke, es ist klar, wenn ich alles das gelöst habe, was wirklich die großen Dinge, die mich hindern, vor allem eben nicht alles das im Sinn von, ich muss alles gelöst haben, so dass ich
bei mir sein kann oder man kann auch sagen, in meiner Kraft bin, dann kann ich meinen Beitrag leisten. Und meinen Beitrag leisten heißt ja auch Erfolg haben. Also dann kann ich das in die Welt bringen und dann kann ich auch dafür hinstehen und auch, das geht bis hin zum Geld, dass mir dann bewusst ist, was ich geben kann und dass es einen Wert hat und das Wert in unserer Welt auf der, wie sagst du, blauen Kugel, mit Geld ausgeglichen wird. Und das ist, ja. Was hättest du vor ein paar Monaten zu diesem Punkt gesagt mit, ist mir klar, was ich wert bin und hier bin ich und es darf leicht gehen? Oh je, zu diesem Punkt hätte ich ganz vieles gesagt, nämlich, ja, das wird doch keiner bezahlen und das ist doch alles viel zu teuer und ob ich es wert bin, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht und da gibt es ja bessere und ja, irgendwie so. Also es wäre sicher nicht so klar gewesen. Und das, obwohl du mit diesen Themen schon gearbeitet hast, also dir sind die Themen bewusst als selbst erfahrene Supercoach, Coachfrau, nicht Couchfrau, sondern Coachfrau. Und Coach, gibt es eigentlich eine weibliche Form von Coach? Anyway, ihr wisst, was ich meine. Aber das finde ich ja das Interessante. Und deshalb das Ganzwerden, was du gesagt hast, das Heilwerden im Sinne von diesen seelischen Schmerzen, was heißt denn das genau? Was hattest du, wenn du so einen Punkt rauspicken könntest, den du sagst, hey, dieser Teil, Selbstheilung, also wie hast du vielleicht auch Selbstheilung im ersten Punkt bei mir erfahren? Hat sich das nochmal geändert, verändert in deiner Wahrnehmung? Und als zweiter Punkt möchte ich gerne wissen und sicher die anderen auch, gibt es da ein konkretes Beispiel von den vielen, die du hattest? Also was hat Selbstheilung für eine neue Dimension gekriegt oder hat sie überhaupt eine neue Dimension gekriegt? Also sie hat nicht so wahnsinnig für mich jetzt. Vielleicht für viele, die zuhören, ist das vielleicht schon was anderes. Aber dadurch, dass ich mit Logosynthese schon sehr lange unterwegs war, war für mich Selbstheilung natürlich schon lange mehr als einfach das Körperliche. Also insofern, bei dir hat alles eine neue Dimension gekriegt, weil er einfach alles eine neue Power bekommen hat, eine ganz andere Färbung. Aber für mich war Selbstheilung schon, also nicht schon immer, aber schon länger auch wirklich klar, es geht auf mehr Ebenen als jetzt einfach nur bezogen auf, ich weiß nicht, mir tut der linke Ellbogen weh. Das war so Antwort auf Frage 1. Genau. Konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich sehr, sehr lange bis im Dezember noch unterwegs war mit so einer Überzeugung, dass ich mich erst um alle anderen kümmern muss, also ja, Mama halt eben und alleinerziehende Mama halt eben, also ja. Wer, wenn nicht ich, muss sich kümmern und kommt noch dazu, große Schwester und solche Dinge, also es war so ein Muster drin, ich muss immer erstmal für alle anderen schauen und mich gibt es eigentlich gar nicht auf dieser Liste. Also so quasi, wenn ich dann dran gekommen wäre, war eigentlich die Energie alle. So, das war so, das hat sich gezogen bis im Dezember sogar noch, als es dann mal einen Schlüsselmoment gab, wo ich dann plötzlich das lösen konnte. Ich weiß nicht, vielleicht weiß ich. Genau. Also, und dann plötzlich auch eigene Wünsche hatte. Also du hast auch die Frage, wie will ich es haben, die habe ich bei dir kennengelernt. Die habe ich mir, ich glaube wirklich, mein Leben lang nicht gestellt, bis ich bei dir gelandet bin. Dann bin ich überhaupt erst mal auf die Idee gekommen, dass es eine Rolle spielen könnte, wie ich es haben möchte. Mhm. Also, was hat jetzt dieser Punkt, denn du eben quasi, ich nenne gerne das Wort heilen, weil es ganz ist. Dieser Teil, der war ja noch nicht ganz bei dir. Also quasi zuerst zu allen anderen, im Außen schauen, dem nicht zu dir. Und das war ja auch ein Punkt, den du am Anfang erwähnt hast. Jetzt schaust du viel mehr, dass es mir gut geht. Und ich brauche immer das Beispiel von dieser Maske beim Fliegen. Wenn es ein Problem gibt, um es schön zu nennen, dann zuerst die Maske selber anziehen und dann den anderen helfen. Und obwohl du das ja weißt, gell? Das ist ja bei dir so, ist es nicht im Herz drin gewesen. Und das eben, diese Implementierung, denn Selbstheilung ist ja einfach ein Teil von Ganzwerden. Und dieser Teil, den du jetzt gesagt hast, war dir nicht bewusst. Ha? Und das ist so, obwohl du eine extrem reflektierte Frau bist. Natürlich, weil du das Thema hattest, eben alleinziehen, zwei Kinder, da ist man einfach mal im Schuben. Hm? Und da geht es ja auch eine Weile lang nicht um einen. Also das
Und dann das dann gar nicht zu erkennen, dass das eben so eine Limitierung auch für den Erfolg ist. Weil was hat sich jetzt geändert, was du merkst, du kannst erfolgreicher sein dadurch, dass du das bei dir selber geheilt hast? Also ich möchte noch anfügen, das ist ja noch viel übler. Ich habe nämlich das nicht nur gewusst, sondern ich habe ja das anderen auch gesagt. Ich habe sogar schon Workshops gemacht, vor 8 Jahren schon, wo ich anderen sogar genau das Beispiel mit der Sauerstoffmaske auch gesagt habe. Ich habe nur nicht gemerkt, dass ich das bei mir selber immer noch mitgetragen habe. Und ja, das limitiert, das nimmt dir Energie. Also das macht, wenn du immer nur bei den anderen am Japsen bist, am Rennen bist, dann bleibt einfach für dich selbst nichts mehr übrig. Und dann kannst du weder ein Business mit Fokus aufbauen, aber selbst wenn du das könntest, bringt das noch nicht mal viel, weil du ja nicht mal weißt, wo du überhaupt hin willst. Weil wenn ich nicht weiß, wer ich sein möchte, wie ich es haben möchte, mit wem ich arbeiten möchte, nicht mit wem ich arbeiten kann. Ich kann mit vielen arbeiten, aber wie will ich denn und mit wem? Wenn mir das alles nicht klar ist, dann wird mir noch nicht mein Fokus was nützen, weil dann würde ich mich ja auch aufreiben dabei. Und dann wird es dann ja auch körperlich. Also dann kommen körperlich, dann kommen Verspannungen dazu, dann kommt Herzrasen, Druck, alles möglich. Also das spürt man dann eben dann schon im Körper. Und Katrin, dafür liebe ich dich. Also dafür liebe ich dich, wie du das jetzt gesagt hast. Denn wer kennt das? Bitte schreibt doch mal in den Chat, wer kennt das? Ich sage anderen etwas, habe vielleicht so eine Ahnung, dass es bei mir gar nicht so gelöst ist. Und wie du, das finde ich so schön, wie du, und das zeichnet dich als Coach einfach auch aus, oder als Mensch, als Frau, als Mama, dass du einfach auch sagen kannst, hey, wisst ihr was, ich habe etwas entdeckt und hey, krass, so wie du sagst, war noch viel schlimmer, ich habe es noch erzählt, oder? Und das dann zu sagen, so hey, wow, da ging so wie ein neuer Raum auf für dich, also so eben dieses Heilwerden, und da bist du ja wie auch eben auch durch die Gruppe oder durch die Energie auch eben hast du ja das an dir selber gearbeitet. Es bin ja nicht ich, die in dieser Begleitung alles löse, überhaupt nicht. Ich bin ja auch, da dürfen ja auch andere und eben jeder selber hinschauen. Und das passiert auch, ob man will oder nicht, gell? Und das finde ich so ein wahnsinnig schöner Punkt. Und da eben, das ist dein Beispiel von Selbstheilung und Erfolg, weil du sagst selber, hey, ich wäre da immer in diesem Hamsterrad geblieben, wenn diese selbst, schlussendlich ist Selbstliebe, aber eben Selbstfürsorge auch nicht da ist. Und das selber heilen zu können bei dir, gibt dir auch wieder die Möglichkeit, das rauszugeben und in diesen Erfolg zu kommen. Genau. Also für mich ist das auch die Voraussetzung, um Erfolg haben zu können, so wie ich Erfolg definiere. Also Erfolg heißt für mich, ich kann das tun, was ich gerne tun möchte. Das ist, wenn das klappt, dann ist das für mich Erfolg. Und jetzt bist du ja messerscharf. Also jetzt, du bist sowieso schon immer scharf gewesen. Jetzt bist du noch messerscharf, ich als Person, aber auch in deiner, eben wie du sagst, mit dem Fokus, mit dem Business. Und jetzt bitte sag doch, was hat sich wirklich geändert? Deine Ausrichtung vorher als HR-Expertin, die soziert, was ist jetzt anders? Durch diese, in ganz vielen Themen, wir haben eines konkret gehört, diese Selbstheilung, also so Überzeugungen heil werden, diese Deckel wegkriegen und dadurch ganzheitlicher ganz werden, das heißt ja heil sein. Und was hat sich jetzt geändert? Was ist anders jetzt? Du meinst ein Business? Ja, oder bei dir auch, aber schon mal, ich habe gerne Resultate. Also, muss ja schon wissen, in welche Richtung ich anfangen soll, weil du weißt, ich kann lange. Ich bin ja, genau. Die Frau der Schachtelsätze. Ich unterteile ja eben selten das Leben weg vom Business. Also was ist in dir anders geworden? Und somit, ich muss das vielleicht definieren, ja, weil ich das immer so als eines angucke, was ist für dich anders geworden in dir und damit im Business? Oder was hast du jetzt, du hast gesagt, du hast keine klare Idee vom Ziel. Was ist jetzt deine klare Positionierung? Erzähl doch mal. Also meine klare Positionierung heute ist, dass ich so viele Menschen wie möglich mit ihrem Kern, mit ihrem inneren Feuer verbinden möchte, auch in die Kraft bringen möchte. Es gibt ganz viele verschiedene Formulierungen dafür. Und die klare Ausrichtung, also so die Gruppe, die ich am meisten
ins Herz geschlossen habe, sind halt einfach die Personen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich sie kenne, nämlich Mütter, die ein Business haben. Also die, will nicht sagen versuchen, weil sie machen es, aber die in dieser Situation sind, ein Business zu haben oder aufzubauen und gleichzeitig Verantwortung für Familie haben. Und damit halt einfach diese Fallen kennen, die ich so gut kenne, nämlich, dass man anfängt, man vergleicht sich mit anderen und man vergleicht sich mit Leuten, die auch ein Business haben. Mhm. Und wenn man da nicht aufpasst, vergleicht man sich mit Leuten, die nur ein Business haben, also die 24 Stunden am Tag Zeit haben, fokussiert das aufzubauen und die nicht noch Familie und noch einen Job nebendran, weil das Unterrichten ist ja ein Job. Ich bin ja an 4 verschiedenen Schulen noch, also das ist nicht wenig. Mhm. Das sind 2 große Blöcke, die mich, ich formuliere es jetzt mal so dran, gehindert haben, volle Pulle einfach mit Fokus das Business aufzubauen und das alles umzusetzen und dazu geführt haben, dass ich mich die ganze Zeit, dass ich nicht nur gerannt bin, sondern ich habe mich auch noch zerfleischt dabei und ich habe mich überall unzulänglich gefühlt. Also ich bin beim Unterricht hinterher gejatzt, ich bin beim Business nicht so schnell gewesen wie andere und ich habe mich auch noch als schlechte Mutter gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, die kommen ja auch noch zu kurz. Das ist, kennen ein paar, die hier zuschauen, kennen das gut von sich, waren auch schon in dieser Begleitung von mir, genau zu diesen Themen. Was ist denn jetzt, du sagst eben, was ist denn jetzt anders? Also einerseits ist dir klar, und das sieht man dir an, dir ist es von innen raus klar, was du tun willst, wo auch deine Geniezone ist. Und das andere ist, also das ist das Resultat, das wir im Auge behielten, aber das hat sich auch gewandelt, weil ich habe heute noch in die Ziele geguckt, Katrin, wo du angefangen hast. Und die waren so komplett anders. Magst du dich noch erinnern? Also da war schon so, dass ich möchte bei mir sein, also mich fühlen, meine Ziele fühlen, das war ein Riesenthema. Und dann hast du eben so Kopfziele gehabt, eben dann möchte ich das, mein Employer Branding umsetzen und das, also so die Gummiwörter, wie ich denen sage. Und jetzt ist es auch von diesen Gummiwörtern total zu deinem geworden. Und dass durch eben auch diese Selbstheilung, dass du spürst, was für was du stehst, für was du brennst auch eben. Also bei dir ist es so spürbar, was du willst mit deinen Zielen. Also das, und deine Ziele sind klar, du bist ganz klar für eine Zielgruppe da und wo du top bist. Und wie gehst du das Business an? Was hat sich jetzt geändert? Wie ist dein Doing? Also wie tust du dein Ziel sozusagen? Das geht jetzt Schritt für Schritt. Also ich bin jetzt da, was ich befürchtet hatte am Anfang, als ich mit dir begann zu arbeiten. Ich weiß noch, beim Klarheitsgespräch dachte ich, oh nein, dann gehe ich bestimmt am Ende hin und schmeiße meine Positionierung um. Genau das habe ich ja gemacht letztlich. Also das war auch schon so ein Gefühl. Ja, du bist schuld, unbedingt. Nein, das war ja klar, ich habe das schon gespürt. Also ich denke, das war auch, ich habe gespürt, dass das nicht stimmig ist und im Kopf war es, aber ich konnte es nicht fassen. Und deswegen habe ich dort gespürt, dass das wahrscheinlich das Resultat vom Prozess ist. Und das ist. Ich darf Sie sagen, ich bin ja nicht Positionscoach, sondern Positionierungscoach. Also eben, es geht immer wirklich eben um diese, das kommt ja in sehr interessanterweise selber. Wenn wir uns mit der Selbstheilung auseinandersetzen, auch schauen, von wo nehme ich die Energien? Denn ich als Energiecoach kann ja nichts anderes als Energien lenken. Und bin basic. Und deshalb ist es interessant, wenn wir anfangen, die richtigen Stellschrauben zu drehen, um unsere Energie auch auszurichten und neu zu nutzen in allen Dimensionen, in diesen Multidimensionen, die ich so gerne habe. Also aus allen Kanälen, aus der feinstofflichen wie auch aus der sehr irdischen Ebene und sie in ein irdisches Resultat zu packen. Also das ist ja das Geniale, dass du das dann, das aus dir, du hast einfach diese Ressourcen, die schon immer da waren, genial angezapft bei dir. Und somit eben, die waren da, aber die waren wie so verschüttet. Hm? Und diese eben, oder verschüttet, oder man kann sagen, wie ein Loch, das ein Kanal, das ein Loch hat und da die Energie rausgeht und da hast du eben geheilt. Bei dir selber. Und jetzt flutscht es also raus eben in diese für dich stimmige Positionierung, die du, glaube ich, mit ganz viel Freude tust. Und was sind deine so die Hauptdinge, die du jetzt tust und für die du stehst? Das ist genau der Schlüssel, also die Freude. Und als ich das verstanden hatte, hey, eigentlich ist das ganz einfach.
Weil unsere Seele spricht ja mit uns, die verrät uns ja, wo es durchgeht. Und das ist die Freude und die Leichtigkeit. Also da, wo es flutscht, da, wo ich merke, das ist stimmig, das fühlt sich einfach rund an. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ja, nur Freude und Leichtigkeit, dann klingt das so, als geht man allen Hindernissen aus dem Weg. Das meine ich damit nicht, sondern dass ich spüre, dass es stimmig ist. Und dann wird es leicht. Und dann kann ich auch Hindernisse angehen, weil ich dann in dieser Verbindung bin und spüre, jetzt ist es meins. Und dann kann ich auch, dann muss ich auch nicht mehr 10 Kilometer voraus jeden Stein sehen auf dem Weg, sondern dann kann ich immer den nächsten Schritt gehen. Und das ist genau das, was ich jetzt auch mache. Also ich baue mein Business um. Hast du schon umgebaut? Also im Moment, ja, wirklich spannend, wenn ich das sehe. Du erzähl mal, was du das Wochenende gemacht hast. Das finde ich nämlich auch gut. Also du hast dein Business gewechselt und du bist da immer noch dran, wie wir alle sind. Und eben, du machst jetzt begleitende Gruppen auch dann. Und was hast du am Wochenende gemacht? Das wollen wir denn nicht enthalten, weil das spiegelt auch rein in dein neues Katrin-Sein, sage ich dir mal. Wie du mit Dingen umgehst, wie du Dinge angehst, das ist ja so anders geworden. Aus dem Kopf eben so, ich mache mal eine Bestandesanalyse, am liebsten noch SWOT mache dann das Marketing. Was hast du am Wochenende gemacht? Am Wochenende habe ich Busse beklebt. Was denn genau? Genau, mit meiner Werbung. Also unter anderem mit meiner, auch mit anderen. Nein, ich habe tatsächlich vor zwei Wochen, noch nicht länger, also spontan, es war lange nach Anmeldefrist, habe ich mich entschieden, noch eine Buswerbung zu machen und musste die dann, weil es ja lange nach Anmeldefrist war, aus dem Boden stampfen. Also wirklich intuitiv schnell aufbauen, keine Ahnung, das ist einfach wirklich reingeflutscht, ja. Und ist dir das leicht gefallen? Weil das hättest du wahrscheinlich noch vor 3/4 Jahren nicht so gemacht. Einfach so, ich mache da schnell mal was. Und also das ist ja wirklich sehr interessant, deine Werbung. Kannst du ja vielleicht dann unten in Dings noch ein Foto posten, weil die ist echt witzig. Die ist echt witzig und die ist so aus dir rausgeflutscht, sagst du eben. Und das ist sicher diese Leichtigkeit, die du dir jetzt auch neu verkörperst. Genau, und das ist genau der Punkt. Ich hätte mich vielleicht so kurz entschlossen, das konnte ich vorher schon, also spontan war ich vorher schon, aber ich hätte sie garantiert nicht so gemacht, wie sie jetzt ist, weil ich gedacht hätte, das ist nicht seriös genug und dann ist es erst noch selber gezeichnet und überhaupt, das ist ja gar nicht professionell und das finden sich ja ganz viele doof und ja, und heute denke ich, ja, sie werden sich einige doof finden, aber das ist dann halt einfach nicht mein Avatar, weil meine Idealkundin, die findet es cool. Also du hast es einerseits extrem viel Freude, du hast in Leichtigkeit diese Werbung raus, die ja so einen Frosch hat, weil es geht ja in deinem Programm nicht darum, diesen Freudenfresser Ade, oder? Genau. Weil diese Leichtigkeit, du nennst dich ja also deine Menschen Unternehmensfreude, oder? Das willst du machen, das tust du. Und du hast diese Werbung selber gezeichnet. Und da darf man hier sagen, die Katrin malt, die hat auch Bücher draußen und malt Bücher mit Bildern, malt, das sieht man im Hintergrund, also wirklich ganz geniale Sachen. Und die scheinst du jetzt in Leichtigkeit zu integrieren. Das war vorhin irgendwie auch so eine Vorstellung von Teilen. Das war auch noch nicht ganzheitlich, also wenn wir von Selbstheilung sprechen. Das war nicht für dich ein Ding, dass das alles sein darf. Nein, überhaupt nicht. Das war alles getrennt. Also ganz früher war sogar Coaching und HR getrennt. Und von Malen müssen wir gar nicht sprechen. Das war alles einzeln, schwirrte das rum. Malen ist ja kindlich, hattest du dich hier gesagt. Ja, genau. Und das kann man nicht in eins bringen. Und heute ist wirklich, es ist dieses Spielerische auch dabei. Also so dieses, ja, ich mache einfach mal. Und das macht Spaß und das ist lustig. Und jetzt schaue ich mal, was passiert. Aber diese Busse, die fahren jetzt mindestens 20 Monate mit dieser Werbung draußen rum. Also in welchem Raum sind die? Im Raum Basel? Kananda ist ja dein Unternehmen. Also wer das kann, wir könnten eine Challenge machen. Post doch ein Foto rein, wenn ihr das seht, weil es ist wirklich cool. Und macht mir den Gefallen, macht auf der Gruppe dann noch ein Foto von dieser Werbung rein, weil das ist so typisch, was mit dir passiert. Das hättest du dir nie erlaubt vor einem halben Jahr. Ich war als Unternehmensberatung unterwegs und ich habe Employer Branding angeboten, bitte. Also. Das
muss seriös sein. Es war total seriös und da war überhaupt nichts von diesem Spielerischen. Es hat immer mal wieder so durchgedrückt und dann habe ich es aber wieder rausgenommen. Mhm. Also ich habe auch, wie du weißt, ich habe ja auch ein Fachbuch geschrieben für die HR-Leute und das sind so Männchen drin, also selbstgezeichnete. Mhm. Aber das sind dann nur so Strichmännlein und so ganz kleine und am Rand. Also so manchmal war es stärker als ich wahrscheinlich. Und Katrin, wie hat sich deine Lebensqualität verändert? Durch diese Auseinandersetzung, durch diese Selbst, also dass du im mehr Erfolg hast durch dein Sein, das ist klar jetzt, aber wie hat sich deine Lebensqualität verändert? Die hat einen Shift gemacht, den ich mir vor einem Jahr nicht hätte vorstellen können, weil es ging mir ja gut. Plus 5, minus 5, oder? Also es ging mir grundsätzlich war ja alles okay und ich hatte auch keinen Grund in dem Sinn zu meckern. Und von daher hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sich das Leben nochmal so ganz anders anfühlen kann. Und jetzt ist es so, eben es ist spaßig, es ist leicht, es ist voller Freude und ich habe natürlich, also natürlich, ja, für mich natürlich, damit auch viel, viel mehr Energie. Weil ich einfach auch, ich spüre hin, wann brauche ich auch mal, jetzt kommt mir den Nulltag, ich habe keine Nulltage mehr gemacht, also nicht mehr ganze Nulltage, seit du mir einen verordnet hast. Ich bin da schon manchmal streng gewesen, gell? Ja, du hast manchmal ganz lustige Aufgaben gegeben, aber die waren, also das waren Schlüsselmomente schon auch. Also wenn man dann merkt, ich füge das jetzt so, Schachtelsatz, ich füge das jetzt so schnell ein, wenn man dann so merkt, einen Tag lang gar nichts machen und du denkst, boah, das geht nicht. Also das ist mal ein Riesenkampf, sich das überhaupt zu erlauben. Und am Ende des einen Tages merkt man, shit, das reicht nirgends hin. Ich brauche noch viel mehr. Also das war ein echter Schlüsselmoment, wo ich angefangen habe zu merken, wie, auf was für einem Level ich überhaupt die ganze Zeit renne. Also deswegen, das so schnell eingefügt. Das ist super. Also im Coaching bei mir geht es darum, dass ich einfach die Leute in die Ferien schicke und dann ordnet sich alles. Genau. Also die unkonventionellen Sachen. Also wirklich so deine Lebensqualität hat sich geändert, dein Business ist erfolgreich, näher beim Herzen und du kommst mit neuen Dingen raus, die wirklich deine Geniezone betreffen und nicht mehr so jeder machen könnte. Also ich glaube, dieser Switch hat extrem, also ist förmlich sichtbar bei dir, diese Größe, die du jetzt einnimmst, also energetisch gesehen. Und jetzt kurz zu dem, also eben wie gesagt, Kananda, Unternehmensfreude bist du. Wem würdest du jetzt, wenn denkst du, weil ich kriege auch viele Fragen, ja, was ist denn genau das Energy Coaching, was machst du denn mit Menschen? Für wen würdest du sagen, eben ist jetzt so ein Coaching gut, das du jetzt hier genommen hast? Ich glaube, es ist einfacher, wenn du fragst, für wen nicht. Weil, also für jeden, der ein klares Ziel schon hat und diesen Pfupf haben möchte, wie mache ich das? Wie macht das eine Spitzensportlerin? Also die ja wirklich gelernt hat, mit Fokus ein Ziel auch zu erreichen. Also das hast du ja wohl quod erat demonstrandum, oder? Also für die Leute so oder so. Aber eben auch für die so unterwegs sind, wie ich, dass sie sagen, ey, da ist kein klares Ziel, ich spüre das nicht. Also du hilfst mir oder du hast mir ja auch wirklich geholfen, dieses Ziel zu finden und zu erkennen. Und von daher fällt es mir jetzt echt schwer zu sagen, ja, für wen nicht. Also ich glaube, man sollte einfach ein Stück weit auch offen sein und ja, Ernsthaftigkeit und Spaß verbinden können. Und Lust darauf haben, Konventionen über Bord zu schmeißen und halt mal vielleicht noch mal eine Schicht dahinter zu schauen und Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, wenn man das partout nicht möchte oder wenn man da bleiben möchte, wo man ist, dann ist man wahrscheinlich bei dir falsch. Das merkt man dann wahrscheinlich aber auch relativ schnell.
Ja, das definitiv, das definitiv. Was war für dich neu? Du als Coach, die sehr erfolgreich und gut unterwegs bist, was war in der Arbeit neu, wenn du sagen würdest, hey, das ist einerseits die Selbstheilung, die du ja auch schon kanntest, aber die eine neue Dimension gekriegt hat. Was ist anders gewesen durch diese einerseits Art, wenn du das jetzt so resümieren musst, was ist anders gewesen? Was hat dich auch vielleicht erstaunt, dass es so geht oder neue Dinge, weil ich liebe ja neue Dinge. Was würdest du als neue Dinge bezeichnen, die du da mitnehmen kannst? Was ich super spannend fand, war dieses Integrieren von, man kann schon fast sagen, allem, was da ist. Also knallhart Business, klarer Fokus, klares Ziel, auch manchmal, ja, auch ganz schön hartnäckig. Also du kannst dich schon auch wie so ein Terrier im Hosenbein verbeißen, wenn du merkst, da ist noch irgendwas. Und das ist ja unglaublich wertvoll. Also das ist ja genau das, wenn das jemand nicht macht, dann kann ich ja auch Selbstcoaching machen, oder? Ja, Das ist ja. genau dieser Teil. Und gleichzeitig, ja, diese vielen, vielen Aspekte. Und du bist sehr intuitiv unterwegs. Das kam mir, aber es war von dem her für mich nicht neu. Das Ausmaß war vielleicht neu. Und was für mich da noch war, war so eine Art wie ein, huch, das machen andere ja auch. Und dann erlaubt es mir, das noch mehr zu machen. Weil, also das war ein Stück weit ein Wiedererkennen und dann auch ein Öffnen dadurch. Und du hast einfach eine unglaubliche Bandbreite an Wissen und an Erfahrung eben auch. Und das alles integriert, das ist einfach dein einzigartiger Mix, zusammen mit deiner Persönlichkeit, die auch einfach gerne Spaß hat und gerne Quatsch macht. Und wir konnten lachen, weinen, ernsthaft, nüchtern, alles. Also das geht vom Analysieren bis zum in die Tiefe fühlen. Das ist so riesig. Und das macht dich aus. Und das war in dieser Form natürlich komplett neu. Vielen Dank. Ich kriege ganz warme Ohren, wenn du das erzählst. Das ist sehr stark Energie in die Ohren. Vielen herzlichen Dank, Katrin, für deine Auslegungen, weil ich finde das immer auch spannend zu sehen, weil es ja auch genau das ist, was ich auch wieder weitergeben möchte, eben, dass möglich jeder Mensch, ich bin so deklar in der Überzeugung, dass wenn jeder Mensch von anfängt wirklich, aber aus ganz diesem Herzen, in aller Ehrlichkeit, was ich bei dir so genial finde, wie du hinstehen kannst, sagen, hey, weißt du, ich habe da mir etwas erzählt, da aus dem Innen ins Außen zu kreieren, das alles zu heilen, egal in welchen Dimensionen, in Feinstofflichkeit, irdischem Resultat, und das dann rauszubringen, zu wirklich und den Beitrag zu sein. Das ist so mein Ziel und damit auch Großes zu erreichen. Und wie du das umgesetzt hast und wirklich eben auch Dinge getan hast, wo du gedacht hast, oh, zuerst komisch, schon mal in die Gruppe springen, Gruppenenergie, was ist denn das für ein Scheiß zum ersten Mal, und dann die Dinge umgesetzt hast, also das, und jetzt für dich so in eine Blüte kommst, und ich weiß, es geht weiter bei dir in aller Klarheit, und dafür danke ich dir einfach, dass du diesen Beitrag bist. Das ist sensationell. Und jetzt möchte ich trotzdem noch die Runde öffnen, gell? Auch die haben da ganz brav zugehört, ganz komisch, aber es ist manchmal so bei diesen Interviews. Wenn jemand eine Frage hat an die Katrin oder an mich, dann bitte stellt die doch, weil es ist jetzt dann so, ich habe es gesagt, so meistens eine Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, und es war mega kurzweilig, fand ich. Und das Ja. kann ich mir vorstellen auch. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte stellt die doch jetzt auf Facebook oder auch hier bei Zoom natürlich in den Chat. Dann werden wir sicher sehr gerne auf das eingehen auch. Also dass, wenn da Fragen sind zu Katrin, was da einerseits, wie sie ihren Wandel, du hast sehr viel preisgegeben auch von dir, dafür ganz herzlichen Dank. Und das ist ein Riesenmagnet auch für dich als Coach, wie du eben einfach. Alles hat jetzt Platz bei dir. Das hat schon immer extrem viel gehabt und jetzt noch mehr. Und was da möglich ist, ist einfach gigantisch als Begleiterin. Das ist das, was ich auch bei dir immer so geschätzt habe. Deshalb hast du auch so viel umsetzen können. Das ist natürlich ein riesen, riesen Gewinn, wenn man das dann so durchzieht und an sich auch sagt, hey, ich hinterfrage es mal nicht, ich gehe, I trust the process, ich gehe diesen Weg, ich lasse mich ein, hat sehr viel mit Hingabe zu tun, und Hingabe ist ja sehr nah bei der Selbstheilung, Katrin, gell? Ja, was hast du da vielleicht noch als letztes zu sagen zu Selbstheilung, Erfolg? Was sind deine Wünsche? Was ist dein Ziel für die Zukunft?
Meinen Sie für wen? Für mich? Für dich, Für die Zukunft. Also ich für mich wünsche mir, dass ich mehr Leute erreichen kann und genau das eben auch weitergeben kann. Und genau mit diesem Boost, den ich von dir bekommen habe, dadurch die Leute, die Personen, die ich begleiten darf, viel schneller in ihre Selbstheilung. Letztlich ist wirklich das alles Selbstheilung, was wir da machen, nichts anderes. Und das kann, das ist auch, was ich gelernt habe bei dir, jetzt in diesem Jahr, das kann so viel schneller gehen, als ich das gewöhnt war. Einfach auch durch diese Arbeit, durch dieses Spektrum zum einen, aber eben auch diese Gruppenenergie, durch diese Art und Weise, wie du arbeitest. Also nicht nur das, was dich ausmacht, sondern einfach auch die Art, wie das Programm aufgebaut ist. Ganz simpel. Also das spielt so eine riesengroße Rolle, dass ich ja, da wirklich so überzeugt bin und hoffe, dass ich damit oder mir wünsche, dass ich damit natürlich viel schneller mehr Menschen in ihre Kraft bringen kann. Und die das ja dann auch weitergeben. Also das ist ja das, was hinten dran steht. Das ist ja wie eine Lawine. So ein Schneeballeffekt, wenn ich das jemandem gebe, der gibt das ja weiter, weil auch wenn es keine Coaches sind, aber die verhalten sich anders, denen geht es anders, die sind gesünder, die sind auch erfolgreicher, die haben auch ganz andere Beziehungen. Also das haben wir noch gar nicht groß erwähnt. Das Familienleben verändert sich natürlich auch. Mhm. Also wenn wir können da noch viele Aspekte, weil auch da hast du Erfahrung gemacht, gell, wie sich bei deiner selbst. So, nehmen wir es die Selbstheilung durch das Erfolgreichwerden im ganzheitlichen Sinne, sich auch deine Beziehung und auch deine Beziehung zu deinen Töchtern nochmal weicher und das mitzuerleben, das ist so ein Riesengeschenk. Und das stimmt, da könnten wir noch selber eine halbe Stunde füllen. Also das ist ja, bei dir geht es ja ums Business, aber wichtig zu sagen ist es eben, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich habe ja eigentlich nicht, also mein Fokus ist ja nicht auf Coaches, sondern eben auf Menschen, die ihr Ziel, Herzensziel, eben diese verrückten, die vermeintlich verrückten Dinge, die da drin stecken, rausbringen wollen und da genau hinschauen und auch gewillt sind, die Ziele mal Ziele anders anzuschauen, das ist ein wichtiger Punkt, und diese auch neu zu definieren. Und das geht, das Interessante ist, du hast ja auch gesagt, du hast am Anfang schon so das Gefühl gehabt, wow, es könnte sein, dass da was anders sein muss, aber wo und wie. Und du bist aber dann mutig gewesen und hast gesagt, okay, jetzt fühle ich es in einer Klarheit und ich gehe. Und ich laufe mich nicht mehr, es geht gar nicht mehr von deinem Herzen abzubringen. Deine Ganzheit ist so klar da im Business, in der Beziehung, in den Beziehungen zu deinem Kind, zu deinen Töchtern, sind ja keine Kinder, sind immer noch Kinder, aber zu den Töchtern und zu deinem Business und dadurch einfach Erfolg auf der ganzen Ebene anziehst. Und das ist extrem schön zu sehen. Ja, das ist auch was sehr, sehr Spannendes, wie du jetzt gesagt hast, es geht dann eben fast nicht mehr anders. Das hatte ich dir ja erzählt mit der Werbung, diese Buswerbung nochmal. Ich habe mir dann nochmal so Feedback eingeholt von links und von rechts und in mir hat sich alles quergestellt. Ich konnte das wirklich nicht mehr, ich hätte mich selbst so fast vergewaltigen müssen, um das anders zu machen, um mich diesem Feedback anzupassen, weil das kam von innen heraus plötzlich so klar, was ist für mich stimmig und was nicht. Und dann wird alles viel einfacher. Genau, also die Leichtigkeit, das sage ich ja immer, also ich bin ja schon noch froh, habe ich dir die Schnelligkeit irgendwo auch noch mitgeben können, weil ich sage, ich liebe schnell und bei mir dürfen Transformationen in Lichtgeschwindigkeit gehen, auch wenn es die Langsamkeit beinhaltet. Und das finde ich bei dir so schön, wie du gesagt hast, hey, ich habe gelernt, langsam zu werden, obwohl die Transformation schnell war. Ein Paradox. Und das ist wirklich das Schöne. Und das war ein fulminantes Abschlussbouquet. Und auf dieses Bild von dieser Werbung freuen wir uns. Weil es ist so, du hast ihn noch in die Gruppe gestellt und hast dann gemerkt, I do it my way. Frank Sinatra, Vollgas. Also wirklich ein Widerspruch. Ich fühle es, ich mache es, es flutscht rein, go. Und da ist es ganz klar. Also erfolgreiche Menschen, die ich um mich habe, von denen ich auch lerne, die machen alles einfach schnell, intuitiv. Und wirklich, die lassen sich, wenn sie es ganz klar aus dem Herzen fühlen, ganz den großen Unterschied hier, nicht abbringen. Da gibt es zig Erfolgsstories, die ich auch immer wieder mitgeteilt habe, und von Menschen, die in jeder Dimension, auf jedem Fleck der Erde und universell gesehen, einfach ihren Erfolg darin hatten, weil sie sich nicht abbringen haben lassen, wenn die Connection, also wenn diese Verbindung mal eben in der Heilung, also in dir verbunden ist, dann
dann kann es nicht anders als gut kommen, sage ich immer noch. Ja, und liebe Kathrin, ich sagte einfach, die Leute sind, haben wir platt geredet? Also ihr dürft auch gerne im Nachhinein, ich werde ganz klar, und die Kathrin ist ja auch in dieser Gruppe, kann auch da die Fragen beantworten und könnt euch gerne auch Kathrin Kaden, ihr seid ja auch verlinkt, wenn ihr euch Wunder nehmt, wie die Unternehmensfreude im Unternehmen auch noch mehr bei dieser Gruppe, die du analysierst, auch wer das interessiert. Und sonst natürlich die bei mir sagen, hey, das hat mich jetzt, sehe ich klar, was die Tanja eigentlich da macht. Gerne dürft ihr da ein klares Gespräch buchen bei mir oder einem von meinem genialen Team oder auch eine Mail schreiben. Das wird dann noch runter reingesetzt auf office@tanjafriend.ch. Und vor allem hier eben freuen wir uns extrem auf deinen Freudefresser-AD-Werbung von deinem Unternehmen, das so einfach rausgeflutscht ist und zu einem Schnäppchenpreis. Du hast den Erfolg ja angezogen und ich bin überzeugt, daraus resultieren ganz geniale Kunden, weil sie merken, hier kann ich wirklich mein Ding rausbringen. Da bin ich so fest von überzeugt. Lass uns wissen, was in den nächsten Monaten geht und frage ja die Kunden, die zu dir kommen, auf welchen Weg, ob sie die Werbung gesehen haben. Denn das spricht Bände. Ja, in dem Sinne, liebe Kathrin, Ich sehe gerade, es hat Fragen im Chat. Danke, ich habe von meinen Engeln den Chat. Wow, ich habe mich schon gefragt, das ist denn komisch. Da wollen wir natürlich unbedingt reingehen. Diese Einstellung ist eben anders als früher. Das sagt man immer, wenn man nicht weiter weiß. Ich gehe da rein. Auf diese Art und Weise. Wow, ja, jetzt sehe ich das. Also es geht auf dem Ding nicht. Also, liebe Kathrin, jetzt der Matthias Ecke fragt, jetzt gehen wir jetzt noch zur Fragenstunde, meine Lieben. Liebe Kathrin, wie korrespondiert das Malen mit deiner Lebensaufgabe? Spannend, das hatten wir auch schon, gell? Ja, das Malen korrespondiert natürlich, das fließt mit rein. Also es fließt auch im Coaching mit rein, weil ich natürlich noch eine Ausbildung habe, wo das Malen dazugehört. Und es gehört, es fließt immer wieder rein, auch wenn ich einen Knoten habe zum Beispiel und dann male und dann fließt es wieder. Also Thema Freude, Leichtigkeit, wie komme ich da rein? Da gehört das Malen einfach dazu. Für mich. Mhm. Und eben, ich wende es auch im Coaching an. Allerdings eher offline als online im Moment, geht aber online auch. Genau, also das will ich noch kommen, weil du wie gesagt hast, das ist ein Teil, den du machst und das ist so grandios, die Power, die du da drin hast. Mega, mega. Also danke, Matthias, für diese Frage. Und genau, das sind wirklich Fragen, nein, die sind jetzt bei mir nicht auf, das ist ein technisches Problem. Einerseits war es also, wie wirst du denn in der Gruppe allen gerecht? Das fragt auch die Angelika. Es ist wahrscheinlich an mich gedacht, aber da hat die Kathrin ja auch schon einiges dazu gesagt. Also einerseits ist es schon auch so, dass die Fragen, wenn eine Person an ihren Themen arbeitet, also ich bringe einerseits Inputs da rein und immer so auch wieder Themen, aber Themen, die im Äther rumschwirren, sage ich immer so. Also wenn die Gruppe dann ein Thema hat, dann ist es meistens, treffen sich alle auf diesen Nenner. Das heißt, dann entweder ich bringe einen Input, der mir reingeflattert ist, oder ich nehme, also ich mache so Q&A-Fragen einmal die Woche oder sogar zweimal, je nachdem, welches Programm man wählt, und wo ich ganz gezielt auf die Fragen eingehe und die Fragen, weil wenn alle ausgerichtet sind auf die Eigenarbeit, auf die Selbstheilung, dass ich noch mehr zu mir komme und daraus in meine Kraft, um meine Ziele auf Erden zu erreichen, dann sind es meist auch ähnliche Themen. Es dreht sich eben, wie kann ich die Energie shiften, und da kommt natürlich noch ein Call dazu, den wir eben mit der Logosynthese, also wo es wirklich darum geht, zu üben, die Selbstheilung zu üben, zu implementieren, weil das Ziel ist ja ganz klar, Kathrin geht ja auch alleine weiter, dass sie das, also du bist jetzt auch Chef gerade auf diesem Segment, aber es gab ja auch ganz viele, die sich nicht gewohnt sind, eben mit Selbstheilung wirklich täglich zu arbeiten oder einmal die Woche oder wie auch immer, um da die Energie noch höher schwingen zu lassen. Es geht ja endlich um die Energie. Und da gibt es eben diese Übungsstunden. So werde ich
Wie hast du das, du warst eben bei allen Calls dabei, hast du das Gefühl gehabt, du bist da abgeholt worden, hast genügend Futter gehabt? Das ist oft auch so eine Frage, die reinkommt. Also absolut. Und das ist natürlich schon was, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du das wahrnimmst, was da rumschwirrt. Und das ist unglaublich wertvoll. Und dann gab es vielleicht auch mal Situationen, dass man denkt, oh, eigentlich ist das jetzt gerade für mich nicht so relevant oder langweilig oder keine Ahnung oder was ist denn da jetzt los, was auch immer es ist. Und wenn du das dann ansprichst, selber merkt man das vielleicht gar nicht in dem Moment, so ist halt einfach. Und du nimmst das dann wahr, keine Ahnung, wie du das machst, also ob du die dann bei mehreren das siehst, dass das bei mehreren ja, irgendwas sich tut und sprichst es an und dadurch kann es viel, viel klarer werden nochmal. Und dadurch kann ich, wenn ich jetzt in dem Moment vielleicht jemand bin, der so dachte, ja, ich warte jetzt mal, während die da so ihren Prozess macht und ich schau mal und eigentlich und du sprichst dann da was an, dann kann ich bei mir nochmal hinschauen, bin ich jetzt vielleicht eigentlich gerade geflüchtet? Und ich sage jetzt bewusst das eigentlich, also so, ich merke es nicht und in Wirklichkeit bin ich aber geflüchtet. Und tu so, also ich erzähle mir selber die Geschichte, dass mich das nicht interessiert. Und das stimmt vielleicht gar nicht. Und dadurch ist das natürlich ein Riesenbenefit und da wird auch klar der Unterschied zwischen Gruppe zu 1:1 zu Selbstcoaching. Also ich mit mir kann viel lösen, aber diese Dinge sehe ich natürlich selber nicht. Das ist ganz klar. Ja, schön, dass du das vielleicht noch angesprochen hast und danke für die Frage auch im Chat. Ich werde auch auf die anderen Fragen noch eingehen oder Katrin auch, wenn du das siehst oder vielleicht noch ein Live machen, wenn ich die als eine nicht gesehen habe. Sicher so, dass ich eben mit allen feinstofflichen Sinnen arbeite bei mir. Das ist sicher etwas, was mich speziell ausmacht. Durch meine Spitzensportzeit, durch mein was auch immer. Und dass ich das integriere, also dass ich da eben in der Gruppe auch schnell Dinge anspreche oder auch, wenn ich merke, hey, da flutscht jemand weg. Es ist ja oft so, dass wenn man in großen Gruppen oder in kleineren ist, dass man denkt, ja, ja, da komme ich nicht zum Zuge, da habe ich keinen, da werde ich nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil. Das kann man ja als Coach dann auch in der Gruppe, wenn man sich gewohnt ist. Ich sage immer, meine Energie reicht für ganz, ganz viele. Und weil ich da eben auf allen Kanälen on bin, ich liebe es, on zu sein. Und das sicher ein Gen, dass ich trainieren durfte in der Wettkampfzeit, weil wenn ich am Start bin, muss alles on sein, alles. Und dieses merke ich halt, habe ich bei diesen Coachings wieder, dieses geniale Gefühl von, hey, ich nehme alles wahr auf allen Ebenen und es ist ja auch was ich dann weitergebe und versuche auch individuell zu schauen, hey, wo sind deine Ons, wo kannst du noch mehr on sein, weil du dann noch mehr weiter als Coach sowieso, aber ob du ein Business hast, ob du dein, eben für deine Familie, wie du gesehen hast, das ist so typisch, dieses on sein ist dann eben nicht mehr trennbar, ich bin jetzt im Business on, aber im Privat nicht, das geht nicht. Ja, und danke für die Frage und die Ausführung, das ist super. Ja, genau, jetzt darf ich da noch schauen, ich habe gemerkt, das sind die Zusammenarbeit mit Tanja in 5 Stichworten wird gefragt. Was würdest du da sagen? Das ist vielleicht eine coole Abschlussfrage. Okay, also intuitiv, fokussiert, ist zwar ein doofes Wort, aber kompetent, weil es trifft, oder? Humorvoll, tiefgehend vielleicht. Gäbe noch mehr, aber das waren jetzt die 5 ersten. Und die einfach so. Danke, danke, danke dir. Also, dass jemand der auch wissen will. Okay, sensationell. Vielen Dank für die Fragen da. Genau, ich merke es jetzt. Ich schaue da auf einem anderen Portal. Vala, vielen herzlichen Dank für die Fragen. Und wir gehen dann noch darauf ein, wenn das macht, vielleicht noch ein Follow-up live, wenn es nötig ist. Und sonst, ich denke, da ist ganz viel ganz viel Klarheit auch jetzt gekommen, auch bei dir, was dein Switch gemacht hat, deine neue Ausrichtung, deine Power. Und vor allem freue ich mich wieder auf deine Werbung zu schauen, die so aus dem Nichts ganz günstig reingeflutscht ist. Da hättest du ja normalerweise keinen Slot mehr gekriegt. Auch das darf eben sein, damit dann, dass die Magie dann sein darf, dass wir dann annehmen dürfen auf allen Ebenen, in jeder Beziehung und dass Dinge auch einfach einem quasi reingeschenkt werden. Eingeschenkt und reingeschenkt. So, und das
Ja, Katrin, sage ich einfach ganz herzlichen Dank für. Ich schaue noch schnell nach, ob der jemand noch eine Frage hat. Jetzt noch so. Ich glaube, das war. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt, ich kann die vom Anfang nicht ganz reinscrollen, aber ich denke, dass, da haben wir, gehen wir doch drauf ein. In diesem Sinne, liebe Katrin, dir ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und weiterhin Erfolg. Ich bin da ganz gespannt, auch was auf die Buswerbung und überhaupt dein Wirken, dein Beitrag, den du stiftest, der so, so extrem wichtig ist, die Menschen da noch auch in die Fülle zu begleiten. In dem Sinne, vielen Dank für das, deine Bereitschaft hier dabei zu sein. Sehr, sehr gerne und ich danke dir für diese Möglichkeit, für die Einladung und auch für die super geniale Begleitung dieses Jahr über. Das war, ich habe es schon mal gesagt und ich sage es hier gerne auch nochmal, das war wirklich das geilste Jahr meines Lebens, weil es war echt Rollercoaster. Und es war mega cool. Das ist natürlich ein riesen Geschenk, das zu hören, weil ich bin ja auch bestrebt, dass eben Fun darf sein, ich sage immer Lachen und alle Emotionen dürfen bei mir integrativ Platz haben und das darf wirklich, der Spaß muss dabei sein. Und das ist natürlich genau das, was ich mir immer wünsche, wenn das Menschen so sagen können und dann eben auch die Resultate im Innen dann ins Außen getragen werden. Deshalb ganz herzlichen Dank dir, liebe Katrin, und ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend und bis bald dann. Danke. Danke dir auch. Danke.